Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Falls ihr die Videos zu der Smart-Steckdose von Mero schon gesehen habt, hatte ich ja gesagt, dass wir auch die Smart Wi-Fi LED Light Strip MSL 320 Pro uns angucken werden. Der kann das normale Licht 2700K bis 6500K und RGB. Ich bin auch gerade am gucken, weil irgendwas, ich wollte eigentlich hier zu der Steckdose, also ich weiß nicht, wie weit wir dann hier bei dem Video jetzt kommen werden, weil meine Alexa-App momentan total am Abkacken ist. So. Was haben wir denn da Schönes? Ich packe erstmal alles aus, würde ich sagen, und dann gucken wir uns das alles ganz in Ruhe an. So, und da haben wir jetzt praktisch einmal Deutsch auf Seite 9. Ach, da steht halt nur, wie viel Ampere und was weiß ich, Haftungsbeschluss. Seite 6 ist Deutsch. Leider ein bisschen klein geschrieben, aber es geht, aber das ist noch gerade so. Auch wieder die Meos App, ist klar. Wir sollen das daran, an den Kasten, okay, gut, kriegen wir hin. Easy peasy. So, wir haben einmal den Stecker. Dann haben wir hier, was ist denn das? Ach, hier auch nochmal zum Befestigen. Cool. Und hier ist das Klebeband, das doppelseitige zum Rankleben. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und hier sind dann auch noch Halterungen, wo man das dann. Und extra so, dass es halt drüber geht, dass man die LED immer noch leuchten sieht. Und Verbindungsstück ist auch eins mit bei. Und noch ein Heft. Was gar nicht in Deutsch ist. So, okay. Hier haben wir dann den. Mit einem Knöpfchen. Hier könnte ein Reset-Knopf sein. Und hier ist jetzt das Knöpfchen hier unten. Das ist, denke ich mal, für die Meros-App. Hier kommt die LED ran. Haben wir auch ein Klebeband da dran. Das ist ein 3, 4, 5, 6 hat der und ja, hier ist Strom. Dann machen wir das mal unter Strom. Und dann nehmen wir uns das Mirosband hier einfach mal raus. So.
So, jetzt ist er drinne. Und es leuchtet rot, das ist Standard. Irgendwie ladet der jetzt gerade gar nicht. Irgendwas ist mit meinem Internet. Vielleicht spinnt deswegen die Alexa-App rum. So, aber nichtsdestotrotz, die Meros-App funktioniert ja. So, wir gehen in Meros rein. Ihr seht ja, es leuchtet rot. Dann sind wir hier in der Meros-App. Dann gehen wir oben auf das Pluszeichen. Und dann wollen wir einen LED-Strip hinzufügen. Das ist hier dritte von unten. So. Der blinkt nicht. LED blinkt nicht. So, dann sollen wir den Knopf dreimal drücken. 1, 2, 3. Hier blinkt immer noch nichts, aber egal, wir versuchen es einfach trotzdem. Ach, jetzt blinkt es. Okay. Ich hab's. Weiter. Hat schon aufgehört zu blinken, hat schon wahrscheinlich schon gefunden. Ja, verbinden. Twistmestri, oh Gott. Meros LED. So, fertig. Weiter. Bild lassen wir auch das gleiche drin. Passwort hat er gespeichert. So, grün, blau, jetzt ist er gleich komplett da. Also es dauert nicht lange mit dem Verbinden. Das habe ich gar nicht gesehen, das habe ich nicht darauf geachtet, dass ob ihr was seht. So. Hier sagt er schon in der Alexa-App, dass ich jetzt Geräte hinzugefügt habe. Wenn wir jetzt hier reingehen und sagen Wohnzimmer und er lädt und lädt und lädt. Also irgendwas ist mit ich habe keine Ahnung. Aber hier dauert es gerade etwas länger. Ich würde sagen, ich breche mal kurz ab. Und ich melde mich dann wieder, wenn das hier synchronisiert ist. Ja, gerade ausgemacht, dann ist es schon fertig. Er ist da nicht. So. Wir können jetzt hier an- und ausschalten. Und jetzt werden wir einfach mal gucken in der Meros App, was können wir können die Helligkeit natürlich einstellen. Wir können die Farbe einstellen. Jetzt hängt er schon wieder. Ich muss den Scheißrouter überprüfen. Irgendwas haut da nicht hin.
Kann natürlich auch sein, dass der jetzt erstmal noch ein Update braucht. Darauf. App-Update. App ist auf dem Laufenden. Firmware-Update. Ja. Smart LED hat ein Update. Gut, dann werden wir das mal machen. Update. Was verbessert das Update? Vier Sachen. Das mögliche Absturzproblem wurde behoben, was wir gerade hatten. Also das soll dann nicht mehr sein. Die Online-Stabilität des Produktes wurde optimiert. Die Erfolgsrate des HomeKit-Netzwerkes optimiert. Und einige andere Probleme. So, jetzt sind wir auf dem aktuellen Stand. So, jetzt dürfte nichts mehr passieren. Ein schöner Türkis macht das. WLAN-Verbindung konnte nicht. Irgendwas ist mit dem. Ich muss das mal gleich überprüfen. So, und die Helligkeit. So, dann haben wir noch weiß. Das ist ein extra Button, dann muss man dann oben hier drücken. Kann man dann natürlich auch die Farbe einstellen, die Helligkeit machen, ist ja klar. Da sind so jetzt zwei LEDs drauf, sehe ich gerade da. Und hier nehmen noch mal eins. So, wenn wir jetzt auf hell gehen, auf weiß. Ah, die ist für Weißlicht und die ist für gelb. Aber die gelbe, die geht nicht aus, also nicht komplett aus, wenn weiß angeht. Das sieht auch ja nicht mal so schlecht aus. Farbe, Effekte. Ja, es stürzt auf jeden Fall nicht mehr ab. So. Ach, da hat man denn. Warte mal, ich mach mal. Dass ihr das seht, die Farbe ist an, aber auch die gelbe und die weiße ist ein bisschen an. Also man hat Farbe, aber auch gleichzeitig Licht. Work.
Jetzt aber schon wieder ab. Aber so seht ihr das wenigstens. Also sieht für mich, ich finde das Türkis richtig schön. Und im Gegensatz zu einigen anderen LEDs sieht man nicht, welche Farben hier an sind. Bei etwas preisgünstigeren, sag ich mal so, hast du zwar auch ein LED, was dann halt praktisch mit mehreren Farben versehen ist, damit man, ja, damit es halt Türkis ergibt oder halt irgendeine andere Farbe. Aber hier ist wirklich ein fließender Übergang. Hier ist jetzt nicht, dass man hier ein bisschen rot, ein bisschen grün oder so sieht. Und was ich richtig geil finde, ist Work. Hier bei Work zum Beispiel. Ja, man hat hier die gelbe und die weiße LED noch an. Also ist nicht eine LED, die wie bei preisgünstigen die Farbe macht und weiß macht. Nein, die ist nur für Farbe und dann haben wir eine für gelbes Licht und eine für weißes Licht. Können wir das denn hier? Oder seht ihr das? Das ist jetzt weiß. So, das ist gelb und die war vorher weiß. Und Farbe ist da. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. So. Kann man Relax. Ach, wir können Relax auch noch umändern. Den Speed und die Helligkeit. Wir gehen mal auf Work. Und wollen Work mal umbearbeiten. Wir haben Work jetzt in Türkis, in Lila. Ich möchte Work aber in Türkis haben. So. Und Blinkmodus statisch. Und hier möchte ich dann auch mehr so ins Gelbe haben. Erledigt. So. Aber jetzt ist wieder. Das ist ja kurios. Ich kann Work bearbeiten, so wie ich es will. Atmen, blinken, statisch. Bei statisch geht gar nichts. Müssen wir atmen nehmen. Und da können wir dann. Nee, das funktioniert nicht. Man kann so ein Blinken machen, praktisch zwischen den. Das ist ja cool. Aber schade ist, ich kann es bei Work jetzt hier.
nicht so weit bearbeiten, dass ich sage, so wie es vorher war, dass lila an war und weiß und gelb. So wie bei Relax jetzt zum Beispiel. Wenn ich jetzt Relax raufgehe. Und das jetzt verstellen würde, dann hätte ich A-Karte. Work. Statisch. So. Ja, schade. Also das funktioniert nicht. Da müsste man mal gucken, dass man da vielleicht noch ein bisschen sich beliest. Wie habe ich sie genannt? Miros LED. Aber es funktioniert zum Beispiel auch, wenn ich dann sage, Alexa, Miros LED grün. Alexa, Miros LED weiß. Alexa, Miros LED blau. Alexa, stopp. Ist doch Miros LED, oder? Alexa, Miros LED blau. Alexa, Miros LED gelb. Alexa, Miros LED blau. Alexa, Miros LED weiß. Gut, also das funktioniert nicht. Man kann halt nur die Farben hin und her stellen. Aber trotzdem. Ein schönes Band. Und auch kein Gummi drum. Könnte man gut ums Bild rum machen zum Beispiel. Also nicht alles, aber so ein Stück. Damit könnte man mit einem Y-Stück arbeiten oder sowas vielleicht. Oh, ist alles warm. Weil dann hätte ich nämlich, ich muss jetzt einmal gelb machen. Und hiermit könnte ich praktisch eine Farbe machen. Und wenn ich dann da sitze und essen will oder so, dann mache ich mir einfach das normale Licht. Also jetzt so habe ich Farbe. Und mache ich mir einfach das normale Licht in gelblich oder in weißlich an. Und sehe dann halt etwas, muss man halt nicht so volle Pulle aufpowern und sehe dann halt ein bisschen besser. Das gefällt mir. Bei mir reißt ja sowieso das schon ein, die Gummi-LED, die werde ich als nächstes, ich lasse die mal draußen, weil die so warm ist, erstmal abkühlen lassen und dann mache ich so eine Packung, die werde ich als nächstes ums Bild rum machen. Und hier seht ihr das dann auch nochmal. Die ganze, also es ist nicht nur ein Dreier oder so, das ganze Ding ist voll. Hier steht auch nicht, wie viel Volt. Das wird wahrscheinlich so eine 12 Volt sein. Ja. Dann würde ich mich jetzt hiermit auch verabschieden. Wie gesagt, ich würde sie euch gerne zeigen, wie man sie auch in Alexa einbindet, aber die Alexa-App spinnt momentan bei mir total rum. Da kann ich es euch leider nicht zeigen. Aber vielleicht mache ich da nochmal ein separates Video dazu. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.